Hallo und herzlich willkommen zur satanischen Musik- und Medienagenda hier in der Folge 166. Es geht sich immer noch um die Macht der Musik, inzwischen in der 10. Folge mit dem weltbekannten französischen Instrumentalspezialisten und Künstler Jean-Michel Jarre. Und begleiten tut mich wie immer auch der Bruder Jörg, der sich besonders gut in der Bibel auskennt. Hallo Jörg. Naja, ich würde mich gerne wirklich gut in der Bibel auskennen, aber jedes Mal, wenn ich sie aufschlage, merke ich, wie viel Fehler in meinem Wissen noch drin sind und wie viele Löcher in meinem Wissen noch drin sind, weil ich sie noch nicht mal ganz gelesen habe. Ich muss mich da wirklich demnächst mal wieder intensiv dran setzen, aber ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen, dass ich ein paar ganz tolle Bücher geschickt bekomme, englische Bücher, die ganz, ganz hoch auf meiner Liste stehen, von dass man die gelesen haben sollte. Und da werde ich mich da wahrscheinlich wieder weiterbilden. Aber ich habe mir auch eine neue Bibel bestellt. Vielleicht ist das auch mal eine interessante Sache, um da kurz eben eine Minute drüber zu sprechen, bevor wir in deine Sendung reingehen, Michael. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das Video geschickt habe. Ja, habe ich. Ich habe dir das Video geschickt in dem Gespräch mit Max, weil das geht um den Teil in Eine für alle Himmelskönigin da, wo wir jetzt gerade beschäftigt sind mit Zacharia. Zachariah, wie der im Deutschen heißt, Zechariah im Englischen. Und der hat im Grunde die Information losgelassen, dass das, was wir als unfehlbare 1611er König James Bibel hochhalten, auch ein Papier ist oder eine Bibel ist, sage ich mal, wo wir uns bewusst von sein müssen, dass die 1769 bearbeitet wurde. Und das wusste ich auch, dass die bearbeitet wurde. Ich wusste nur nicht, in welchem Maße sie bearbeitet wurde. Und im Endeffekt hat er ein paar Punkte angeholt, die er sagt, hier wurden sogar Dinge verändert gegenüber der originalen, wirklich 1611 verfassten Bibel von König James. Und das sind die Punkte. Und die Originalbibel, die könnt ihr da und da bekommen. Und er hat den Punkt auch ganz deutlich gemacht, den ich mir schon immer gefragt habe, warum kann man bei Publikationen, also Druckereien, Publications Companies, wie heißt das im Deutschen? Verlagsgesellschaften. Ja, Verlagsgesellschaften wie Sonderfan oder Sondervan, warum kann man da eine König-James-Bibel kaufen? Jetzt sagen die meisten Leute, ja, was ist denn Besonderes an Sondervan? Ja, Sondervan macht Teil aus des Konglomerats von Rupert Murdoch. Also Fox, Rupert Murdoch ist ein Ritter vom Orden des heiligen Gregorius, des Papstes, und besitzt eben das ganze Fox-Imperium. Der besitzt unter anderem eben auch diese Herausgeberfirma Sondervan. Da habe ich mir gefragt, ja, warum bringen die denn die 1611er König-James-Bibel raus? Aber das ist die 1611, das ist die 1769 und die bekomme ich auch. Und das ist in altem Englisch geschrieben, also das ist die 1611er, ja, die 1769er ja auch, aber hier sind noch Buchstaben vertauscht. Hier steht noch das U für ein V und das V oftmals für ein U. Das war damals noch ein bisschen anders im Mittelalter. Und da freue ich mich drauf, die zu lesen, und dann werde ich ein bisschen mehr in der Bibel studieren, und das ist eigentlich etwas, wo ich jeden zu ansetzen möchte. Nein, das Video ist noch nicht vorbei, ich bin in der Einleitung drin. Aber es wird für mich immer deutlicher, wie wichtig es ist, die wahre, unverfälschte Bibel zu lesen und Gottes Wort kennenzulernen. Weil wenn wir hier uns mit der satanischen Musikagenda oder Medienagenda beschäftigen, dann müssen wir auch wissen, wer Jesus Christus ist. Jesus ist der Christus und der Papst ist der Antichrist. Die Antichristenagenda wird in diesen Videos besprochen, und außerhalb dieser Videos sollte man sich, außer wenn man irgendwelche Nachforschungen anstellt, hauptsächlich eben auch mit Jesus Christus beschäftigen, dass wir nie vergessen, wer uns geschaffen hat, wer unser Erlöser ist, wer für unsere Sünden auf dieser Welt sein Blut vergossen hat und der einzige Mensch ist, der ein Mittler ist zwischen uns und dem Vater im Himmel, Jesus Christus, den wir in der Bibel kennenlernen müssen. Und deswegen wird mir neben all diesen ganzen wunderbaren Büchern von Avro Manhattan und Edmund Paris, die ich zugeschickt bekomme, freue ich mich unglaublich auch auf die Bibel, die ich mir selbst bestellt habe für, ich weiß nicht, $28 oder 28 Euro oder sowas. Hendrickson heißt das. Ja, das ist die A1611 KJV, also die alte Authorized Version 1611 King James von Hendrickson. Da könnt ihr ja mal selbst raussuchen. Und da werden wir vielleicht auch irgendwann mal ein Video drüber machen. Aber jetzt erstmal zu Michael und Teil Nummer 166 der satanischen Musikagenda. Bitteschön.
Ja, vielen Dank. Und wir kommen ja relativ gut durch in diesem Skript bis jetzt. Ich hoffe, dass wir auch da bald durch mit sind. Und jetzt machen wir weiter mit dem Herrn Jarry. Jean-Michel. Genau. Der war viermal verheiratet. Wir kennen ja zumindest die Charlotte Rampling. Und wir wissen von einem, dass eben seine Eltern sich scheiden lassen oder ließen, als er 5 Jahre alt war. Kurz darauf begann sein Vater seine Karriere als Komponist von Filmmusik in Hollywood. Hollywood? Da war doch was. Mit 5 Jahren lernte Jean-Michel Klavier spielen und sein musikalisches Interesse wurde erst geweckt, als seine Mutter ihn zu seinem 10. Geburtstag in den Pariser Jazz Club mitnahm, wo ihm der Jazz-Trompeter Chet Baker ein Ständchen spielte. Also immer schon mit Musik zu tun gehabt und auch mit entsprechenden Größen dann anscheinend. Er hat dann Stücke gespielt von The Shadows, das hatten wir auch schon mal. Das sind die, die Atlantis gespielt haben oder FBI und einige andere Geschichten hier und auch Filmmusik. Also er ist auf jeden Fall gut in die Fußstapfen seines Papas geschlüpft. Ne? Und dieses Album mit diesem Totenkopf ist alleine 12 Millionen Mal verkauft worden. Und Equinox ist alleine 8 Millionen Mal verkauft worden. Und 1981 hat er Sampling eingeführt in dem Album, auf dem Album Magnetische Felder, Magnetic Fields. Nach der Veröffentlichung dieses Albums trat Jean-Michel Jarry als erster westlicher Musiker nach dem Tod von Mao Zedong in der Volksrepublik China auf. Frage, wer hat ihm das erlaubt? Ist ja eine Hausnummer. Der erste westliche Musiker nach dem Tod von Mao. Hm? Also, der Mann muss anscheinend gute Verbindungen haben, gut gelitten zu sein. Der Mann ist auch bekannt für ganz exzessive Lichtkonzerte. Hm. Gehen wir mal weiter. Ist jetzt nichts jetzt hier so Spannendes drin. Aus dem Album Zoolog hat er menschliche Stimmen aus 20 Sprachen und so weiter bearbeitet und so weiter und so fort. Außerdem waren Gastmusiker an dem Album beteiligt. Zum Beispiel Laurie Anderson kennen wir von Peter Gabriel aus dem Album So. Und der King Crimson-Gitarrist Adrian Belew, den kennen wir von David Bowie und von Peter Gabriel. Den kennen wir. Also alle kennen alle. 1986 wurde Jarry vom US-Bundesstaat Texas und der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zu einem Konzert nach Houston eingeladen. Und da gibt es jetzt auch eine Begebenheit, die steht jetzt hier im Augenblick noch nicht drin, die kommt aber dann später. Die Skyline in Houston wurde in eine Licht- und Lasershow integriert. 1,3 Millionen Zuschauer verfolgten das Spektakel. Jarry widmete McNair den Titel Last Rendezvous auf dem Album Rendezvous. Aber eigentlich interessant ist Folgendes. Der Astronaut Bruce McCandless brachte Jarry auf die Idee, eines der Stücke von dem Astronauten Ronald Irving McNair bei der Mission STS-51L der Raumfähre Challenger mit dem Saxophon einspielen zu lassen. Denn McNair war ein begeisterter Saxophonist und es war geplant, dass er ein von ihm mitgeschriebenes Stück im All spielen sollte. Stattdessen geriet der Start der Challenger am 28. Januar zur bis dahin größten Katastrophe in der amerikanischen Raumfahrtgeschichte. Jarry plante das Konzert abzusagen, aber Bruce mit Kenntnis und andere Astronauten bewogen ihn, es dennoch zu veranstalten. Und das wurde dann eben hier in Houston aufgeführt mit mindestens 1,3 Millionen Zuschauer, die dieses Spektakel verfolgten. Also, er hat auch mit der NASA zu tun, der Herr Jarry. Das ist ja der nächste dicke Hinweis. Konzert in Houston. 5. April 1986. Mal ebenso. Also das ist nicht das Niveau einer Andrea Berg. Das ist nichts gegen die Frau Berg, ja, aber das ist so ein Weltklasse-Niveau. Am 5. Oktober 1986 trat Jarry in seiner Heimatstadt Lyon anlässlich des Besuches von Papst Johannes Paul II. Auf. Nachdem der Papst seinen Segen über die Stadt ausgesprochen hatte, da ist er meiner Meinung nach nicht zu befugt, steht nicht in der Bibel so drin, da steht überhaupt kein Papst drin, begann das Konzert, dem 800.000 Menschen beiwohnten. Er durfte erst spielen, nachdem der Papst seinen Segen über die Stadt ausgesprochen hatte. Damit war natürlich auch sein Konzert gesegnet. Das war unter dem Schutzschirm sozusagen des Papstes aus Rom. Nur mal eben so, welche Menschen der Herr Jarry zu tun hat. Chet Baker, NASA, Papst Johannes Paul. Und da sehen wir halt, was der Papst Johannes Paul 1986 alles machen musste. Der musste erstmal ankommen, logischerweise. Da hat er einen Appell an die Welt gerichtet. Das kommt von der offiziellen Vatikanseite hier gerade.
Dann hat er eben ein ökumenisches Treffen gehabt im Amphitheater. Ja, Amphitheater, da war doch was. Dann hat er ein Mariengebet gehalten. Ah, er hat noch viel mehr gemacht. Er hatte wirklich einen ganz, ganz engen Kalender. Eine Botschaft an die Gefangenen, eine heilige Messe mit Seligsprechung, ein Treffen mit Ordensleute, ein weiteres Treffen, ein Treffen mit Jugendlichen, ein Treffen in der Kathedrale, noch eine heilige Messe, eine Segnung der Stadt Nyon, das hatten wir dann schon, und ein Schreiben an den Generalpräpositen der Gesellschaft Jesu. Ach, guck mal hier, heißen die zufällig Jesuiten? Das steht ja gar nicht so drin, ne? Der Gesellschaft Jesu, das hört sich irgendwie anders an als Societas de Jesu. Also die Jesuiten hat er auch mit zu tun gehabt. Und ein Besuch des Heimsuchungsklosters. Und da hat er natürlich die Stadt Lyon gesegnet und eventuell auch den Konzert beigewohnt von dem Herrn Jarret. Nun ja, der Herr Jarret hat noch mehr Sachen gemacht. Er hat beispielsweise ein Album gemacht, gewidmet dem Jean-Yves Cousteau. Das heißt Warten auf Cousteau. Weil der Herr Cousteau taucht ja tief und das dauert dann natürlich, bis der mal auftaucht. Und deswegen hat der dann auch ein ganz, ganz langes Stück ihm gewidmet, was er ganz hervorragend gemacht hat. Ich habe auch diese LP. Aber deswegen wollen wir jetzt hier nicht weitergehen auf Jean-Michel Jarres Hymne an den Herrn Cousteau, sondern auf seine Lichtshows. Die stehen nämlich im Guinness-Buch der Rekorde. Im Guinness-Buch der Rekorde wurde die Zahl von 2 Millionen Zuschauern eingetragen im Pariser Hochhausviertel La Défense, also die Verteidigung. Manche Schätzungen sprechen gar von 2,5 Millionen Menschen, die ein Konzert sehen. Das ist weit mehr als das, was im Berliner Olympiastadion Platz findet oder im Münchner, was weiß ich, Stadion oder bei Bayern München. Der Platz, den das Publikum einnahm, reichte zurück bis zum Pariser Triumphbogen. Schon 1989, zum 200. Jubiläum der Französischen Revolution, sollte Jarret auftreten. Jetzt vielleicht mal eine Idee, wie hochrangig dieser Mensch unterwegs ist. Aber das Konzert wurde um ein Jahr verschoben. Dafür fand vom 7. Juli bis 17. September 1989 die Fotoausstellung statt. Tja, aber uns interessiert natürlich auch, was macht er da? Paris, La Défense, dieses Hochhausviertel. Da macht er was? Eine Lichtshow? Gucken wir uns das mal an. Nochmal, da steht im Guinness-Buch der Rekorde über 2 Millionen Zuschauer. Anmerkung von mir, alle Konzerte sind eine Form von religiösen Ritualen. Warum ist das so? Tja, aus dem ganz einfachen Grunde, weil wenn ich ein Konzert mache, nachts, ist das die Zeit, wo normalerweise Gott dem Menschen den Schlaf gibt, wo man dann eben zur Ruhe kommt, weil man sein Tagewerk auch irgendwann mal verbracht hat und dann auch müde ist. Wenn ich ein Konzert mache mit einer Lichtshow, dann verherrliche ich die Nacht. Dann habe ich gar nicht den normalen, natürlichen, den Menschen gegebenen Rhythmus. Zusätzlich kommt da hinzu, die Frage ist, was ich da für eine Musik mache, für wen ich die mache und was ich da darstelle. Deswegen sollten wir uns das angucken, denn das findet wo statt? In Paris. Stopp mal, Paris, da war doch was. Paris hat doch mit Troja zu tun, mit der griechischen Mythologie. Ha? Und Arc de Triomphe übrigens, was hier benannt worden ist, dass eben bis da das Publikum sich da quasi gestapelt hat, ist ein Sonnentor und ein Sexualsymbol, was ja überhaupt so nirgendwo großartig mal erklärt wird. Also, gehen wir weiter im Text. Die Champs-Élysées, die schönste Avenue der Welt, bietet ein einzigartiges Panorama. 1806 hat Napoleon I. zur ehrenden französischen Armee den Bau des Triumphbogens eben da befohlen, der 30 Jahre später dann eben beendet wurde. Von den Triumphbögen der Antike inspiriert, ja klar, da kommt ja schon der Name von Paris her, logischerweise, beinhaltet dieses symbolträchtige Denkmal, das neben dem Eiffelturm zu den bekanntesten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt gehört, die berühmten Namen der Nation. Da seht ihr das mal, während einer, na, was soll man sagen? Prozession? Prozession kommt dem, glaube ich, recht nahe. Ne? Wenn Menschen sich da versammeln, um halt ein Teil eines Spektakels zu sein, das ist ja jetzt noch tagsüber hier. Dann sieht man, glaube ich, mal, dass das also mehr als 10.000 Menschen sind. Ne? Definitiv. Gehen wir weiter. Ich würde auch sagen, dass das jetzt hier nicht mehr das Niveau eines Heim-DJs ist. Das ist schon extremst aufwendig, vor allem, wenn man sich überlegt, das ist schon ein paar Tage her. Also das an Technik und so weiter, das muss irre Summen gekostet haben, irre Summen. Das zu projizieren und das alles zu machen mit den ganzen Genehmigungen für die Stadt und so weiter. Da seht ihr dieses komische, viereckige, ja, soll man sagen, Tor. Ne? Tor immer vorsichtig, ein Tor, ein Portal zu einer anderen Welt, also Tor immer, wäre ich immer ganz vorsichtig. Ne? Also das ist, ne? Grand Arche. Nun ja.
Es gibt Menschen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Ich tue das nicht, weil man kann sich nicht mit anderen Sachen beschäftigen. Aber es gibt Menschen, die behaupten, dass der große Bogen in Paris ein fast perfekter Würfel ist und der eben dann in Metern genau 33 ergibt. Was dann bedeuten würde, dass es irgendetwas mit der Freimaurerei zu tun hätte, die natürlich in Frankreich nicht gerade unbekannt ist. Ne? Ich erinnere mich mal an das Motto der Französischen Revolution. Liberté, Égalité, Fraternité. Da ist die Bruderschaft direkt mit im Motto drin. Und angeblich ist es dann so, dass hier bei der DNA die Anzahl der Windungen 33 und so weiter aus. Ich habe das nicht recherchiert, ich fand das nur mal interessant. Man kann sich nicht allem hinterherklemmen, das geht einfach auch zeitlich nicht. Aber dass diese Bauwerke natürlich auch eine ganz andere Funktion hatten, dürfte aber auch bitte schon jedem klar sein. Ne? Also besonders Schmucke ist das ja und sinnvoll ist das ja nicht. Ich meine, also da leben keine Menschen. Ja, das ist auch nicht so, dass da irgendjemand ist, der jetzt eine Sonnenenergie hätte und deswegen muss halt immer an diesem Tor bleiben. Also ich, das ist ein architektonisches, einmaliges Ding natürlich, aber schick, schön, sinnvoll, nutzbringend ist das nicht unbedingt. Also muss es irgendeinen anderen Symbolismus haben, wo wir jetzt heute hier und jetzt keine Zeit haben. Außerdem habe ich es da nicht großartig vorbereitet. Ich gehe auf andere Dinge hinaus und zwar auf den Herrn Jean-Michel Jarret. Gehen wir mal weiter. Denn Paris, da wo er stattgefunden hat, ist natürlich in der griechischen Mythologie der Sohn des trojanischen Königs Priamos und der Hekabe. Und indem er eben Helena entführt, löst er den sogenannten trojanischen Krieg aus. Das ist Mythologie. Okay? Das müssen wir glauben. Da kann man sich jetzt auch stundenlang mit beschäftigen. Das ist alles Ablenkung, damit die Leute die Bibel nicht lesen. Das haben wir ganz auf den Nenner gebracht. Hat auch wieder die Hera, die Athene und die Aphrodite und so weiter. Und Hera schwört Paris und den Trojanern ewige Freundschaft. Ihr Hass trägt zum Untergang Trojas bei. Also es gibt auch andere Gruppen im Endeffekt, die sich da mit der griechischen Mythologie exzessiv beschäftigen, von denen man das gar nicht vermuten würde. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist Bestandteil einer anderen Lesung. Ja, deswegen machen wir hier mal weiter, bevor wir jetzt noch weitere nackte Menschen uns jetzt angucken müssen. Das ist so die Erotik der Antike hier anscheinend. Also Paris hat nicht unbedingt den besten Ruf, wenn man so will. Also wegen Paris sind schon in der Mythologie dann halt Kriege geführt worden. Ist also nicht gut. So, hier habt ihr schon mal ein Bild, was da gemacht worden ist. Also das drauf zu projizieren auf so ein Hochhaus, dafür braucht man natürlich entsprechende lichtstarke Quellen. Und das bedeutet natürlich einen extremen Planungsaufwand, wenn du dir mal anschaust, dass oben auf den Gebäuden dann auch noch Scheinwerfer sind, wo ich nicht weiß, ob die dann immer da sind, oder ob die nur dafür dann angekacht worden sind. Also auf jeden Fall, das zu machen, zu projektionieren, das geht in die Abermillionen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass irgendjemand ein sehr mildtätiger Spender, ein Sponsor da aufgetreten ist, aber das weiß ich jetzt nicht und ich fand es nur interessant. Wenn man sich jetzt mal anguckt, das ist, ich gebe es zu, nicht das beste Video, das Ding ist ja auch schon mehr als 20 Jahre her, aber deswegen von der Instrumentierung her, es ist alles im Dunkeln, das Ding ist wie eine Pyramide aufgebaut, schon mal interessant, ne? Wie oben so unten schon fast, ne? Wenn ich mir diese Pyramiden-Lichterkette da angucke, aber wird noch wilder. Der Herr hat auch einen ausgefallenen Geschmack, was sich allerdings nicht in dem Kleidungsstil bzw. in der Wahl seiner Farben niederschlägt, weil er trägt natürlich jetzt hier schwarz-rot. Komisch. Sehr, sehr seltsam. Schon wieder jemand. Na gut, dann machen wir weiter. Gucken wir uns mal, wie der Mann uns da bezirzen will. Das ist das, was auf der Bühne steht. Paris La Défense, seht ihr, ne? Full Video, 7 Minuten 54, da steht irgendetwas, was aussieht, als wenn es ein roboterhaftiges Auge wäre oder zwei Augen wären und wo die Nase und der Mund fehlt, auf jeden Fall irgendetwas als Wächter oder so. Also das, wie gesagt, war weit vor dem Album, wo eben die Wächter oder die The Watcher oder die Durchblicker da eben drauf waren. Aber es wird noch schlimmer. Ja, das ist jetzt mal das Ding mit Laser nachgezeichnet jetzt hier auf der Bühne. Ich sehe jetzt noch nichts mit kleinen Kindern, mit Pferden, mit Liebessymbolen oder was weiß ich. Ich sehe nur irgendwelche coolen Geschichten bis jetzt. Und das soll wohl der Globus sein, also in der Mitte sieht er die Pyramide, interessante Geschichte, die Pyramide vor dem Tor. Und Pyramide hätte ja dann auch wieder etwas mit Freimaurerei zu tun und mit Ägypten und so. Mhm. Tja. Gehen wir mal weiter. Was uns der Herrscher Rede alles so zeigt. Oh, was ist das? Paris La Défense, 9 Minuten und 6, da kommen da komische Augen. Also gibt anscheinend keine anderen Symbole, oder? Ich meine, der Mann ist weltbekannt, war der erste westliche Musiker, der nach dem Tode von Mao Zedong in China spielt, der mit der NASA zusammenarbeitet und so weiter. Dessen Vater Hollywood-Komponist ist, der mit einer Officer of the British Empire zusammen war und. Der hat natürlich entsprechende Connections. Ja.
Frage, war das wirklich ein Konzert oder war das was anderes? Ich meine, zu der Darbietung der Musik braucht man diese Show nicht, ne? Klar. Die Lichtshow dient natürlich jetzt auch dazu, um irgendetwas zu projizieren, was die Leute sehen sollen. Zum Beispiel diese Augen oder, huch, was ist das? Gab es keine andere Tierart? Kein Delfin? Ein Elefant vielleicht oder ein Zebra oder vielleicht ein Lamm oder eine Taube? Nein, muss eine Schlange sein, ne, Herr Jarret? Muss eine Schlange sein. Die züngelt auch noch. Hm? Da habt ihr sie mal von weiter weg. Muss eine Schlange sein. Und ein Auge. Ach, also wenn sie es nicht mit der Musik machen, dann machen sie es auf die Art. Und das ist nicht positiv, was hier ist. Also wer das jetzt denkt, das ist positiv. Also Entschuldigung, man hätte hier nette Tiere nehmen können, man hätte hier Wellenform von Wasser nehmen können, man hätte alles Mögliche nehmen können, aber sowas, das findet ihr positiv? Oder das? Das ist ein fünfzackiger Stern, ne? Das hat auch, glaube ich, nichts mit seinem Vater zu tun, der Hollywood-Komponist gewesen ist. Das ist ein Pentagramm. Das ist ein Zufall, oder? Mit der Schlange und Pentagramm und noch mehr Pentagramm. Das ist bestimmt ein Zufall, ne? Deswegen hat man ja auch eine dreieckige Bühne. Kleidet sich in Rot-Schwarz. Das muss alles ein Zufall sein. Aber der Mann hat nicht zufällig mehr als 80 Millionen Sachen verkauft. Also muss er ja den Geschmack der Menschen treffen, die da im selben Geist unterwegs sind. Wenn er die Verbindungen hat zur NASA und einigen anderen, dann hat er wohl letzten Endes dann auch, ist er auch wohl Teil einer Agenda, so wie das sich aussieht. Denn der Mann macht eine Lichtshow. Was ist denn eine Lichtshow? Wenn ich Licht von unten nach oben schmeiße, ich schmeiße ja das Licht an die Wolkenkratzer. Was machen die Wolkenkratzer nochmal? Die kratzen wo dran? An den Wolken? Also sind die Wolkenkratzer im Endeffekt wie Berge, ne? Das sind Erhöhungen. Nein, ich rede jetzt nicht über die Form der Erde, sondern ich rede jetzt darüber, dass in dem Okkulten natürlich ein Berg eine Erhöhung ist, wo man dann den göttlichen Wesen sozusagen näher ist. Und was ist ein Wolkenkratzer? Von dem Namen her nach ist es ja auch dann ein Berg. Das ist eine Erhöhung, durch den Menschen geschaffen natürlich. Manche Berge sind es ja auch, also Müllberg zum Beispiel. Kein Spaß, ist ja wirklich so. Und dieser Wolkenkratzer hat natürlich dann auch die Bedeutung, dass in diesem Wolkenkratzer, je weiter man nach oben kraxelt beispielsweise, oben dann die Chefetage ist. Warum ist das denn so? Warum ist denn die Chefetage auch bei eurer Volksbank oder Sparkasse oder Raiffeisenbank oder Dresdner Bank oder Deutschen Bank? Ich hoffe, ihr habt keine vergessen. Warum ist sie dann auch ganz oben? Warum sitzen die Chefs dann immer ganz oben? Weil es eine Hierarchie ist. Die es natürlich in der Bibel nicht gibt. In der Bibel gibt es halt nur die Hierarchie, die da drin steht. Das heißt, zwischen Jesus Christus und der Menschheit, beziehungsweise dem Mann und der Frau. Aber da gibt es unter den Männern und unter den Frauen keine Hierarchie. Die gibt es dann wieder nur in dieser Welt. Und diese Menschen, die an den Wolken kratzen, die da eben sich da einnisten oder die halt da nicht schmeißen an die Wolkenkratzer, jo, da kann man sich ja auch mal seinen Teil zu denken. Stellt euch mal vor, das wären jetzt Berge oder heilige Berge. Es gibt auch Wolkenkratzer beispielsweise, habe ich mal sagen lassen, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein angeblich protestantisches Land, die benannt sind beispielsweise nach reichen Familien. Die bauen sich ihre eigenen Berge, wenn man so will. Machen wir weiter mit dem Herrn Jarret. Da haben wir hier die Spiralgöttin oder Hypnose, was man dann will. Übrigens ist dein Hintergrund auch nur so schön giftgrün angeleuchtet. Mhm. Da haben wir wieder Pentagramme dabei. Also die hatten wahrscheinlich nicht genug Gobos. Gobos sind die Teile, beweglichen Teile in einem Scheinwerfer, die da vorgeschaltet werden, damit nur an den entsprechenden Umrissen eben das Licht durch kann. Und deswegen macht man da so ein Gobo rein, so heißt das, ein Goborad. Dann hat man da so ein Rad, was sich dreht in diesem Scheinwerfer, wo man halt verschiedene Motive damit abbilden kann. Und er hat dieses Goborad oder diesen Projektor, was auch immer, bestückt mit Pentagrammen, mit Schlangen, mit einem Auge. Ah. Und was ist das, wenn das ein Konzert wäre? Ich dachte, das ist Instrumentalmusik. Was ist denn das? Das sieht doch bitte schön aus wie eine Anzahl von Menschen, die singen, oder? Also, eine Anzahl von Menschen, die singen, ist für mich ein Chor. Wo kenne ich einen Chor her? Ja, nicht von den Fischerchören her, sondern von der Kirche. Warum sind die denn alle weiß angezogen? Weil das natürlich eine Verherrlichung von Luzifer ist. Deswegen schießt sich ja auch das Licht von unten nach oben. Ich sage, hey, hallo, wir sind hier unten und wir glauben an dich. Und im Endeffekt macht er ja nichts anderes mit seinen Titeln. Guckt euch das an. Magnetische Felder, Oxygen, Equinox, Totenköpfe, Pentagramme, Schlangen. Für die NASA arbeitet er dann auch noch.
Ja, ich meine, NASA hat die Schlange schon oder die Schlangenzunge schon im Symbol drin. Hätte ich es auch noch einfügen können hier. Dann wäre das Skript dann wahrscheinlich noch viel besser geworden. Aber sorry, irgendwann geht mir einfach die Zeit aus, das alles zu recherchieren. Aber es ist alles dasselbige. Die Leute wollen im Rampen nicht stehen. Die Leute wollen im Mittelpunkt stehen. Die Leute wollen reich werden. Die Leute wollen berühmt werden. Der steht nicht da, weil er jetzt irgendwie in seinem sonstigen Hauptjob Altenpfleger wäre. Um eine Lanze für die Altenpfleger und Pfleger-Sternchen innen zu brechen. Nein, der steht da, weil er maximal Geld verdienen will. Wird nicht besser. Am 11. Juli 1991 war zur Mittagszeit in Teotihuacan in Mexiko eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Zu diesem Anlass war dort ein Konzert vorgesehen, für das Jarre Stücke komponiert hatte. Guck mal da, was habe ich am Anfang gesagt wegen Äquinox, Tages- und Nachtgleiche? Tag- und Nachtgleiche? Dass das spezielle Zeiten sind eben. Und totale Sonnenfinsternis ist eben total negativ, weil die Sonne da verfinstert ist. Finsternis, Dunkelheit, Darkness. Ist ja wohl ganz klar, dass es einen negativen Inhalt hat. Ist das Gegenteil von Licht, würde ich sagen. Also das Gegenteil von Jesus Christus, Gegenteil vom Tag. So, das Schiff, das die Bühne nach Mexiko bringen sollte, versank aber im Atlantik. Das ist Atlas benannt, nach Atlas benannt, denjenigen, der angeblich die Erde auf seinen Schultern tragen muss. Was schwierig ist, weil wenn die Erde ein Globus wäre, kullert die nämlich immer runter. Dann kann man da schlecht Gleichgewicht behalten. So ein kleiner Gag jetzt mal eben. Ne? Nicht, dass jetzt wieder 1000 Kommentare kommen. Der hat aber gesagt. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass Atlantik auch wiederum mit der Mythologie zu tun hat, weil es von Atlas kommt. Geht ja, weiter. Und es ist der Atlantische Ozean und Ozean kommt von Okeanos, ne? Ja, das kommt dazu. Das Titanic. Kommt dann dazu, eben. Genau, ja. Und auch finanziell gab es Probleme, sodass das Konzert abgesagt werden musste. Okay. Dann geht es weiter. Letzte Paradies und so weiter und so fort. Aber es kommt noch dicker. Wenn ich hoffe, ich habe es dann hier auch genau. 1996 trennten sich Jarre und Charlotte Rampling, Scheidung 2002. Er ist UNESCO-Botschafter gewesen für das Konzert, für die Toleranz, also für das Erleiden. Ne? Nicht Toleranz heißt erdulden und erleiden, vor dem Pariser Eiffelturm mit 1,2 Millionen. Also er ist auch UNESCO-Botschafter. Also bitteschön, er ist hundertprozentig pro Agenda. Hundertprozentig. Er war Gast bei Wetten, dass. Gut, okay, geht weiter. Jetzt kommt es hier. Genau, da steht es. Stopp bitte. Zum Jahreswechsel am 31. Dezember 1999. Das ist genau Millennium. Das ist eine extrem okkulte Zahl. 1999. Ne? 1, 9, 9, 9. 9 ist das Gegenteil von 6. Also zumindest, wenn man das jetzt mal auf den Kopf stellt. Ne? Also wie oben so unten. 9, 9 wäre jetzt hier auch hat auch einen Bezug zu 666. Auch 1999. Deswegen war das auch ein besonderes Datum, wo ein besonderes Jahr, wo besondere Sachen passiert sind, die meisten überhaupt nicht mitbekommen haben. Da gab es auch astronomische Begebenheiten an dem Jahr, aber es ist eine andere Baustelle. Wurde eben da Jarre von mehreren Städten eingeladen am 31. Dezember, aber er trat wo auf? Na, vor den Pyramiden von Gizeh. Während 4 der 12 Stunden, die 12 Dreams of the Sun dauerten, fand das eigentliche zweigeteilte Jarre-Konzert statt. Wer jetzt immer noch an den Zufall glaubt, dass er sich ausgerechnet die Pyramiden von Gizeh ausgesucht hat, ja, dann müsste er an den Zufall glauben. Ich glaube nicht an den Zufall. Machen wir weiter. The Visitors, ja, ganz toll. Er hat immer hier Athena, Odeon und so weiter. Er ist nur in der Mythik und Mystik und so weiter da unterwegs. Ne? Das ist echt unglaublich. Er hat sich verlobt mit der französischen Schauspielerin Isabelle Adjani, das ist eine recht bekannte Schauspielerin in Frankreich, und sich danach dann verlobt mit Anne Parello, mit der er dann 5 Jahre verheiratet war, auch eine bekannte Schauspielerin. Also er hat es mit Schauspielerinnen. Ne? Er hat Charlotte Rampling, Isabelle Adjani, er hat es mit Anne Parello. Also der Mann ist total fasziniert von Schauspielern. Interessant. Was sind Schauspieler beruflich? Ne? Bezahlte Lügner, richtig? Weil sie tun ja immer so, als ob, sind es aber gar nicht. Richtig? Richtig. Eigentlich biblisch richtig, aber in unserer Welt natürlich hier völlig schlimm, sowas zu sagen. Aber ist halt so. Wer Schauspieler werden will, heißt, er möchte gerne in eine andere Rolle schlüpfen und kriegt dann auch noch Geld dafür, so zu tun, als wenn man jemand anders wäre. Und der das am besten dann kann, der am besten so tun kann, als wenn er jemand anders wäre und die Leute dann betuppt, der kriegt am meisten Geld. Das ist in unserer Welt so. In unserer Welt kriegst du für die Lüge am meisten. Für die Wahrheit wirst du gehasst, für die Liebe, für die Lüge wirst du geliebt. Ja, für die Lüge wirst du geliebt. Aber für die Wahrheit wirst du gehasst. Alles klar. Machen wir weiter. Ja, dann hat er ein Konzert gemacht
in der verbotenen Stadt in Peking. Also der hatte ja eh schon gute Connections dazu. Und so weiter und so fort. Der ist in der ganzen Welt runtergekommen und dann, runtergekommen, meine Güte, Entschuldigung, Herr Jarry, in der ganzen Welt herumgekommen. Und er hat dann überall dann auch nicht nur Musik gemacht, sondern auch eben sein Lichtspektakel und Auszüge aus diesem Lichtspektakel haben wir eben schon beschrieben und auch gezeigt. Ist ja so, das kann sich ja jeder hier bei YouTube angucken. Da kommt ein Bild. Genau, in Mailand 2008. Gut, dann skippen wir jetzt mal durch hier, durch den Herrn Jarry. Ihr habt ja eigentlich das meiste, das Wichtigste schon fast gesehen. Ja, fast. Da steht drin, am 2.2011 gab Jarry anlässlich der Hochzeit von Albert II. Von Monaco und Charlene Whitstock ein Open-Air-Konzert in Monaco, das weltweit als Livestream verfügbar war. Insgesamt stand er in der Zeit von 19.09.2007 bis zum 20. November 2011 157 Mal auf der Bühne. Der Mann ist Vollprofi und hat auch Verbindungen zum Beispiel also Albert II. Von Monaco. Das würde ich gerne mit einer anderen Lesung machen. Okay. So, dann hat er jetzt Compilation-Albums gemacht, jetzt hier mit anderen Künstlern zusammen, unter dem Namen Electronica 2 auf der nächsten Seite. Und das ist interessant, weil ein Freund von mir hat mir dieses Album vor 2 Jahren oder 3 Jahren mal geschenkt. Und da sind Mitwirkende drauf, zum Beispiel Cyndi Lauper, jetzt lacht nicht, Edward Snowden, das ist der sogenannte angebliche Whistleblower der NSA, Gary Newman, ein früherer bekannter Techno, ja, wie soll man sagen, Wegbereiter des Technos, des frühen Technos, des Analog-Technos in England. Our Friends Electric von 1978. Ja, Our Friends Electric mit seiner Band Tupac Arm. Ich habe von ihm mindestens 10 Alben hier. Und er hat sich nachher dann echt extrem seinem Vitalismus verschrieben, kann man nicht anders sagen, seinen neueren Sachen. Hans Zimmer, das ist der, die Musik macht hier für, glaube ich, Gladiator war das auf jeden Fall, für Rain Man hat er auch gemacht. Dann hier Peaches, also Pet Shop Boys, Primal Scream, The Orb ist auch ein ganz, ganz bekanntes Projekt, ein Instrumentalprojekt, The Orb. Und Yellow, das ist ein schweizerisches Elektronikprojekt. Aber interessant, ne? Edward Snowden, das fand ich mal wieder sehr interessant. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal ein paar Bilder an aus diesen ganzen Konzerten. Und ein Bild liefere ich jetzt nach, was ich am Anfang eben nicht eingeklebt hatte, was mir aber später eingefallen ist. Und zwar von dem Album aus den 80er Jahren, eins der früheren Alben von ihm. Das heißt Magnetische Felder auf der nächsten Seite. Magnetische Felder, Magnetic Fields. Ja, und wer da nicht die Symbolik sieht, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist 40 Jahre her. Der ist hundertprozentig Teil dieser Agenda. Auf dem nächsten habt ihr dann eben dieses eben schon besprochene kurze Album hier, die 12 Träume der Sonne. Und damit ist doch ganz klar, was er da macht. Und warum hat er dann eben vom Arc de Triomphe dann, also versteht ihr jetzt, also es geht sich alles um Mythologie, es geht sich alles um die Verehrung der Sonne, es geht sich alles um Licht bringen und so weiter und so fort. Ne? 31.12.1999, jetzt guckt euch mal das an, was er da abzieht. Ich meine, Entschuldigung, das ist natürlich wahnsinnig, was er für ein Spektakel ist. Und die Qualität ist wiederum nicht die beste, aber es ist das Beste, was ich bieten kann. Und immerhin ist das so, dass es interessant ist, hoffentlich, sich das mal anzuschauen, was man vielleicht sonst, wenn man die Musik überhaupt nicht kennt oder nicht mag, dann überhaupt niemals drauf gestoßen werde, von jemandem, der über 80 Millionen Platten verkauft hat. Verbindungen zu NASA, zu China, zu Monaco. Ja, guckt euch mal die Symbolik an. Also ich meine, das ist mitten ins Gesicht. Das ist mitten ins Gesicht. Und dann noch am 31.12.1999, gleich 666. Mehr braucht man nicht zu sagen, was er da macht, ja? Mehr dazu braucht man nicht zu sagen. Dann weiß man eigentlich auch schon, was mit dem Herrn zu tun ist da. Also das war Jean-Michel Jarre in Kurzform. Hat von seinem Vater aus schon halt so das Talent oder wie auch immer bekommen, wahrscheinlich hat er das von jemand anderem bekommen, aber er hat auf jeden Fall von seinem Vater aus eben schon diese Musik mitbekommen, diese Musikleidenschaft irgendwann mitbekommen und er ist massiv erfolgreich. Ja? So viel kannst du gar nicht skippen, was er alles gemacht hat. Ja? Das ist Wahnsinn, was der Mann abgerissen hat in seinem Leben. Und da dreht sich, sein ganzes Leben dreht sich nur um die Musik. Tja, so sieht es dann aus, wenn man eben dann weltbekannter Star ist, sozusagen. Ja. Skippen wir jetzt mal.
zu dem nächsten Interpreten. Ja, Pariser Defense, das war das mit den 2,5 Millionen. Ja. Seht ihr mal die Zuschauerzahlen da. Das ist schon beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend. Also ja, Jackie Chan hat auch mal seine Musik benutzt in Die Schlange im Schatten des Adlers. Stimmt, das habe ich eben vergessen. Das ist so, das kenne ich. Andere haben es auch benutzt. RTL hat es exzessiv benutzt mit Desiree Nosbusch in der 10 vor 7 Sache in den 70er Jahren. Titelmusik, ZDF, Expedition, also in ganz, ganz vielen. Telemotor, wo es auch eingesetzt, genau. Ja. Ja. Das ist sehr, sehr bekannt alles. Sehr, sehr bekannt. Nun gut, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Künstler auf der übernächsten Seite ungefähr. Und dem will ich gar nichts, weil der wirklich ganz klasse Musik macht. Das ist nämlich Andreas Vollenweider. Den kennt nicht jeder. Aber die, die ihn kennen, mögen ihn in der Regel. Der spielt elektronische Harfe, die er selber modifiziert hat. Ein Vollblutmusiker, Komponentenproduzent und Arrangeur. Was ist jetzt an dem interessant? Tja, er hat, wie gesagt, eine eigene Spieltechnik und hat eben dann auch schon mal einen elektrischen Schlag bekommen. Er hat also seine Harfe elektrifiziert sozusagen und kann damit also ganz tolle Sachen machen. Die Musik, die er macht, ist also wirklich sehr erstaunlich gut. Und nun ja, aber wie gesagt, Harfen sind normalerweise eben dann auch dafür da, um Lobpreis zu machen. Ne? Und er macht es eben nicht, weil er natürlich Instrumentalmusik macht. Und die Harfen sind beispielsweise schon im Daniel 3,3 benannt. Fand ich mal sehr interessant. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen! Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass wir dasselbe in etwas anderer Form im Buch der Offenbarung wiederlesen, ne? Offenbarung 13. Mhm. Ja, und ich habe kein Problem mit seiner Musik, ich habe ein Problem mit dem Namen seines Albums. Das heißt Caverna Magica. Das ist die magische Höhle. Mhm. Da sehe ich Pyramiden. Ach, da sehe ich eine ganze Menge Dinge. Und die Dinge sind natürlich alle heidnisch. Ich finde das sehr schade, weil ich den Mann musikalisch sehr schätze. Das ist jetzt völlig belanglos für die Menschen, die die Lesung jetzt hier hören. Aber der macht wirklich ganz tolle Musik. Ne? Deswegen fand ich das so schade, dass er halt solche Sachen macht. Aber der macht auch noch andere Sachen wie Under the Moon und so. Ne? So, nächster ist Jan Hammer. Den muss nun wirklich jeder kennen. Also außer Jörg vielleicht, aber den muss man kennen. Jan Hammer ist ein tschechisch-amerikanischer Jazzpianist und Keyboarder, der vor allem als Filmmusiker arbeitet. Da ist er auch eigentlich bekannt für. Ja, und ist eben dann auch schon aus einem Arzthaus gekommen und einem Jazzmusikerhaus gekommen, nämlich Jan Hammer Senior und eine Sängerin als Mutter. Dann ist doch ganz klar, der Mensch wird von zu Hause aus schon gepampert mit Musik und war Mitglied des Mahavishnu-Orchestras. Vishnu? Nun ja. Da kann man sicher jeder sich auch was dazu denken. Ne? Und mit der The Inner Mounting Flame, also die innenmontierte Flamme, das geht natürlich dann auch schon genau in diese heidnische Richtung rein irgendwo. Ne? Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, der ist ja bekannt für Filmmusik. Und diese Filmmusik macht etwas. Und zwar lenkt die nämlich eben vom Thema ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sehen wir jetzt gleich. Frühen 80er Jahre. Mhm. Jimmy Page, ja. Benefizkonzerte mit Jimmy Page. Jimmy Page ist derjenige, der von Aleister Crowley
dieses Bulleskin-Haus, glaube ich, heißt es da, in Schottland gekauft hat, ne, und was da abgefackelt ist und so weiter. Also Jimmy Page, ein bekennender Satanist, Eric Clapper, Joe Cocker, also das sind die entsprechenden Leuten dran. Und auch an Mick Jaggers Album She's the Boss war er beteiligt. Also da sind alle Leute daran beteiligt, die eben da keine Christen sind. Miami Vice ist das, wofür er eigentlich bekannt ist und wofür er eigentlich steht. Da ist er bekannt für geworden. Er hat komponiert das Miami Vice-Thema und auch Crockett's Theme. Also er hat wirklich ganz, ganz weltbekannte Instrumentalsongs komponiert und auch performt. Und auch für Knight Rider 2000 hat er auch gemacht. Knight Rider, da war doch was. Das ist nicht 2000, das ist knapp 20 Jahre vorher und zwar Knight Rider. Ja, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Kennt ihr, ne? Mit David Hasselhoff. Was ist jetzt da so schlimm dran? Das ist jetzt mal losgelöst erstmal von Jan Hammer, weil der hat die Titelmusik des ersten Staffels oder der ersten Serienfolge von Knight Rider eben nicht gemacht. Aber interessant ist jetzt Folgendes bei Knight Rider und zwar Folgendes. Darf ich mal kurz was fragen? Ja. Der Jan Hammer, ist das auch der, der die Musik gemacht hat zu den Eddie Murphy-Filmen da? Beverly Hills Cop? Da war er auch so... Nein, das ist Harold, das ist Harold Faltermeier. Ah, Harold Faltermeier, ja. Ja. Das war Faltermeier. Den habe ich aber nicht behandelt hier. Axel F. heißt das Stück. Ja, genau. Ja. Habe ich verwechselt, ja. Naja, ist gut, weil ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne ein bisschen sein Umfeld, weil ich jemanden kenne, der für ihn gearbeitet hat. Das drücken wir es mal so aus. Deswegen weiß ich hundertprozentig, also von wem wir da reden. In dem deutschen Intro von Knight Rider heißt das folgendermaßen, da kommt eine Stimme aus dem Off, also von jemandem, den wir nicht sehen. Er kommt, Knight Rider, ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Das ist jetzt das deutsche Intro für die Deutschen, die nicht alles wissen dürfen. Im amerikanischen, englischen heißt es ganz anders. Wenn wir dieses jetzt übersetzen, was eben da jetzt nicht nur länger ist, sondern auch viel interessanter ist, ja, wenn wir das jetzt in Deutsch übersetzen, dann ist das Eigentliche das, was das englische Original eigentlich aussagt, jetzt in Deutsch. Das heißt, die deutsche Übersetzung ist falsch, ist ungefähr genauso falsch wie Sovereignty Military Order of Malta in Deutsch zu übersetzen als Ritter- und Hospizorden, was die Wikipedia macht. Also, selbst bei Knight Rider dürfen die deutschen Fans nicht wissen, was eigentlich im englischen Original gesprochen wird. Interessant. Also, unten drunter steht die deutsche Übersetzung. Knight Rider, Ritterreiter. Ein schattenhafter Flug in die gefährliche Welt eines Mannes, der nicht existiert. Michael Knight, ein junger Einzelgänger auf einem Kreuzzug, um die Sache der unschuldigen, hilflosen, Ohnmächtigen in einer Welt der Kriminellen zu verteidigen, die über dem Gesetz operieren. Man sollte, ein ganz anderer Hintergrund als die deutsche Übersetzung. Ja, man sollte hier vielleicht auch mal eben kurz erwähnen, im Englischen, das Wort Knight Rider wird genauso ausgesprochen wie Nachtritter, wird aber anders geschrieben, aber in der Aussprache ist dasselbe. Ja. Und Nachtritter, wenn man das ausspricht, macht ja im Grunde noch viel mehr Sinn, wenn man hier über den schattenhaften Flug spricht. Mhm. Ja? Also finde ich mal ganz interessant, mal eben kurz zu erwähnen, Nightritter oder Nightnacht wird auf dieselbe Art und Weise ausgesprochen, aber eben nur anders geschrieben. Und wenn ich Knight Rider nur ausspreche, dann weiß ich nicht, ist es Nacht oder Ritter gemeint. Und ich glaube, das ist ganz deutlich Absicht bei dieser Serie auch. Ja, da gibt es eine ganze Menge Absicht. Aber du siehst, also vielen Dank für die Kontribution. Das finde ich sehr gut. Mensch, es fehlen nicht so schwere Wörter, die du nicht verstehst. Ja, du musst mal wirklich überlegen. Im Deutschen heißt es, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Ja? Ja. Und im Englischen heißt es, ein schattenhafter Flug in die gefährliche Welt eines Mannes, der nicht existiert. Ein junger Einzelgänger auf einem Kreuzzug. Ja. Da reden wir über einen Kreuzzug. Da wird Blut vergossen auf einem Kreuzzug. Und ein Kreuzzug ist immer ein heiliger Krieg. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ey, wir Deutscher dürfen aber auch nichts wissen. Noch nicht mal Knight Rider. Nee. Kommt noch der Hasselhoff hin und sagt, I've been looking for freedom. Die wird er hier nicht finden, Freiheit in Deutschland. Hätte ihm mal jemand sagen müssen, Jörg, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber er ist Amerikaner. Er denkt ja, dass er im freiesten Land der Welt lebt. Der wird sich noch umgucken, wenn Rom zuschlägt. Ja.
Ja, das ist hier Knight Rider, der uns hier zeigt, ey, alles super. Und von seinem angeblichen Wunderauto war nichts anderes ist als ein untermotorisierter Pontiac Firebird. Aber so viel mal dazu. Die haben dann eine ganze Menge technischer Spielereien eingebaut, die nicht funktionieren. Aber ich fand dieses Auto immer so toll. Ich wollte es natürlich als 17-Jähriger auch haben. Und das Ding hat vorne so ein LED-Laufband. Wie so ein Scanner. Hm? So, wenn man nach links und rechts, der die Umgebung dann scannt und sondiert. Und wisst ihr, woher die Idee kam? Das ist auch keine gute Quelle. Guckt mal im nächsten Bild, wo die Idee herkam. Guckt mal. Ah, von diesen komischen Kriegern aus den galaktischen Dinge. Zyklopen, ja. Ja. Wie hieß das noch, dieser Film? Kampfstein Galactica. Ich wollte es gerade sagen. Mensch, gib mir doch mal eine Sekunde, um nachzudenken. Ich schlafe schon fast ein, es ist spät für mich. Genau. Kampfstein. Mit diesem alten Schauspieler, der hat doch so ein... Lorne Greene, genau. Ja. Durfte ich das jetzt sagen, oder nicht? Ja, es durfte ich sagen, weil der Name lag mir auf der Zunge, ich kam da nicht drauf, ja. Ja. Naja, genau. Deswegen, also das sind auch die Gegner hier, ne? Also das sind die Gegner des Kampfsternes, also des Raumschiffes sozusagen, Galactica, die Gegner angeblich der Guten. Also das sind die Bösen hier. Die Bösen haben diesen Scanner. Interessanterweise in dem Knight Rider mit David Hasselhoff, das ist dann wieder das gute Auto, diesen Scanner hat. Ne? Interessant, aber die Geschichte, die Idee geht also wohl tatsächlich angeblich darauf zurück. Ne? Nur mal dazu. Natürlich sind das beides Male Dinge, dass also plötzlich ein toter Gegenstand mit Leben erweckt ist. Woher kenne ich das? Das ist so eine Art Frankenstein-Mythos. Ne? So. Oder wie hieß Frankenstein noch? Der moderne Prometheus. Ne? Damit sind wir schon wieder beim Lucifer. Aber wenn es in dem Film Knight Rider natürlich darum geht, dass der einen Kreuzzug macht, dann ist das ja auch nicht mehr so gut. Also passt das schon wieder mit dem Bild von den Zyklonen, ja. Ne? Ja, genau. Ja. Und so ist das. Ich kam ja nur darauf, weil eben hier der Jan Hammer die Musik für die zweite Aufguss gemacht hat. Die deutsche Version ist eben stark gekürzt. Da kann man mal wieder sehen. Ne? Wir dürfen nicht alles wissen. Gut. Das ist jetzt hier alles Knight Rider, da wollen wir jetzt gar nicht drauf hinaus. Wir wollen jetzt mal weitergehen in den Herrn oder zu dem Herrn, besser gesagt. Kit kann natürlich auch, hört sich natürlich gesprochen auch an wie so ein kleiner Junge oder sowas, ne? So wie K.I.D., ne? Kit und Kit hört sich dann auch wieder ähnlich an, stelle ich so gerade fest. So viel mal dazu. Das ist jetzt nur schmuckes Beiwerk, wir gehen jetzt wieder zurück gleich zu, das ist alles fancy Technik hier der 80er, wir gehen jetzt gleich mal da weiter zu dem. Wie heißt er? Jan Hammer, genau. Ja, Kit, Alpha, Delta, ne? A plus 1 plus 4, A plus D sind auch wieder 5. Also wir könnten jetzt unendlich reingehen. Aber Kit verfügt übrigens über die Fähigkeit, über Wasser zu fahren. Ratet mal, woher die Idee kam. Kit verfügt über die Fähigkeit, über Wasser zu fahren. Wenn das nicht die Bibel irgendwie als Reminiszenz hat, dann weiß ich auch nicht. Ach, ja. Welchen Sachen man heutzutage wirklich mit sich umschlagen muss. Wenn ich mir das gewusst hätte, als ich gerade 18 war, gedacht, jetzt kommt die Welt und jetzt komme ich und hallo Welt. Wenn ich dann gewusst hätte, ich muss dann 30, 35 Jahre später, muss ich mich dann mit Knight Rider wieder rumschlagen. Yay. Mit einem Gehstock mit eingebauter Waffe, also quasi wie so ein Wanderstab. Ne? Ach, nichts Neues unter der Sonne irgendwie. Nichts Neues. Mach mal direkt die ganzen Seiten vor. Jetzt kommt nämlich gleich wieder. Stevie Mason, ja. Mhm. Ein masonischer, ein freimaurerischer. Ne? Er kommt. Der Kreuzzug kommt. Ja. Weiter mit Jan Hammer. Jan Hammer hat dann eben Soundtracks gemacht für Vanishing Sun und so weiter und so fort. Aber er kennt ihn natürlich alle als erste Auskopplung hier. Er kennt ihn natürlich alle jetzt speziell von Miami Vice, die beiden Polizisten. Die haben wir schon öfter gehabt, auch jetzt hier in der Geschichte über Peter Gabriel. Weil Peter Gabriel auch einige Contributions, einige Stücke geschrieben hat oder halt verwendet worden sind für Miami Vice. Also machen wir jetzt mal Miami Vice auf der nächsten Seite. Sehen wir da? Nummer 1 gewesen. Die Titelmusik eines Kriminalfilmes, einer Kriminalfolge, wird Nummer 1 in den Vereinigten Staaten und Nummer 5 in England und bei uns. Muss ich mal vorstellen. 1985 passiert. So, das ist die Single von der zweiten Auskopplung Crockett's Theme. Diese Single kenne ich aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe da drin eine richtig fiese Reminiszenz, weil diese Single genau da gespielt ist an dem Abend, wo ein Freund von mir umgebracht worden ist.
Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, dann muss ich immer daran denken, dass es ganz viele ganz böse Menschen da draußen gibt. Und diese Serie bildet jetzt was ab? Bildet zwei angebliche Drogenkriminalpolizisten ab in Miami, die Drogendealer jagen. Das machen die natürlich äußerst unauffällig mit einem weißen Ferrari Testarossa, damit sie keiner erkennt. Und deswegen hat der auch nicht umsonst eine schwarze Sonnenbrille auf, weil da in Miami ist halt immer sehr warm. Aber das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, mit dieser ganzen Musik, das war es auch schon mit Jan Hammer, mit dieser ganzen Musik wird natürlich darauf völlig hinweggetäuscht, dass es sich bei Miami Vice eigentlich auch um Schießereien und um Tod und Gewalt und alles drüber handelt. Das wird völlig ausgeblendet, genau wie bei anderen Serien auch. Oder hier beispielsweise Nummer 1 Hit von der Gruppe U96 von Alex Christensen aus Hamburg, glaube ich sogar, ist der Das Boot. Da geht es sich um ein deutsches Unterseeboot aus dem Zweiten Weltkrieg namens U96, so heißt ja auch der Name der Band. Nochmal eben zu Miami Vice zurück, Entschuldigung. Ja. Du hast hier von Peter Gabriel gesprochen, aber vergiss doch bitte nicht Phil Collins. Phil Collins auch, ja. Viele, das war hauptsächlich der mit In the Air Tonight und Phil Collins hat doch da auch, auch mitgespielt, auch in diesen eine ganze Menge Leute, Billy Idol zum Beispiel auch. Ja, ich wollte nochmal eben sagen, ne, dass wir das nicht überschlagen, nochmal erwähnen für die Leute, weil Peter Gabriel war natürlich okay. Wichtig, weil über 20 Folgen, ich glaube 24 Folgen Peter Gabriel, aber eben auch Phil Collins, ne? der ja im Grunde noch satanischer ist als Peter Gabriel, meine ich zumindest. Das sind zwei Seiten der alten Gruppe Genesis, ne? Ja. Ja, wie gesagt, also hier nochmal Das Boot, klingt auch ganz toll und Techno-Hit Nummer 1 gewesen in Deutschland, wenn ich im Kopf habe. Ich habe die Single auch, aber das Problem an der Geschichte ist, es wird hier halt einfach der Krieg, das ganze Schicksal der Menschen, die ganzen Tote werden ja völlig ausgeblendet. Jeder sagt nur, Das Boot ist ein super Film, in dem ja auch Herbert Grönemeyer mitspielt, der ja politisch völlig neben der Spur ist. Aber gut. Also U96, wie gesagt, Alex Christensen hat immerhin mehr als 15 Millionen CDs verkauft oder LPs. Das sind keine kleinen Größen. 15 Millionen ist eine Hausnummer. War der erste Charterfolg der Technokultur in Deutschland, der eben dieser Musikrichtung zur Bekanntheit im Mainstream verhalf. Mehrere Monate den Spitzenplatz in den deutschen Singlecharts. Tja, so sieht's aus. I wanna be a Kennedy, ich weiß nicht, also möchte ich dann auch umgebracht werden? Keine Ahnung. Aber gut, der Kommandant. Ne, alles so, Club Bizarre, Liebesreligion, nun ja, Venus in Ketten. Ja, also wie gesagt, klar, natürlich völlig auf diese Klientel zugeschossen und auch natürlich auch mein Geschmack gewesen vor 30 Jahren irgendwo und auch nicht nur aus dem Grund Nummer 1 in Deutschland gewesen. Aber man darf halt nicht vergessen, das ganze Ding ist Beeinflussung und das ganze Ding ist Abzappeln auf hohem Niveau. Das ist Tanzmusik, genau wie Trance. Bei Trance müssen wir aufpassen, weil Trance hat mit Musik nur rudimentär zu tun, denn Trance kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ja? Trance ist ein Bewusstseinszustand. Das muss man dazu wissen. Trance kommt von lateinisch transire, hinübergehen, überschreiten, eine Sammelbezeichnung für den veränderten Bewusstseinszustand mit einem intensiven mentalen Erleben, eine hochfokussierte Konzentration, eine gleichzeitige sehr tiefe Entspannung, ein Ausschalten des logisch reflektierenden Verstandes. Das heißt, man ist also irgendwo weggetreten, in einem anderen Zustand. On the other side. Trance. Warum heißt denn jetzt die Musikrichtung, die dann so mal gekommen ist, aus dieser ganzen Techno-Szene dann da raus registriert worden ist, warum heißt die denn Trance? Das ist übrigens auch diese Musik, die gespielt wird auf diesen Love Parades. Welche Art von Liebe wird denn da präsentiert oder als Parade dargestellt? Ne? Körperliche und geistige Veränderung. Guck da. Einengung von Wahrnehmung. Entweder negative Dinge ausblenden oder positive Halluzinationen, also Einbilden irrealer Dinge. Also wir sehen, mit Musik kannst du in einem anderen Bewusstseinszustand sein. Diese Musik, Trance, heißt genau wie dieser andere Bewusstseinszustand. Veränderter Muskeltonus. Entweder starre vom Muskel oder halt hyperaktiv. Schmerz und Empfindungslosigkeit, das trifft auch auf Drogenmissbrauch zu im Übrigen.
Gibt es ganz verschiedene Dinge, die da halt mit Trans zu tun haben. Das ist, finde ich, sehr interessant. Also da hat plötzlich eine Musikrichtung, also Techno ist klar, das ist mit technischen Instrumenten gespielt, also mit Computer vornehmlich gespielte Musik. Aber Trance, was daraus auch resultiert, heißt direkt, dass man jemanden mit dieser Musik versucht, in Trance zu versetzen. Jetzt überlegt bitte schön, was es denn heißt, wenn auf einem Konzert oder einer Diskothek oder auf einer privaten Fete laute Trance-Musik läuft, die dann durch Mark und Bein geht. Dafür machen wir die Sendung, ja. Das heißt, die Körperflüssigkeit, die Flüssigkeit, die wir im Körper drin haben, also fast 70%, je nach Alter, wird in extreme Schwingungen versetzt. Der Herzschlag wird dann halt angeregt, weil diese Musik in der Regel ja viel, viel schneller ist, viel, viel mehr Schläge pro Minute hat, BPM, Beats per Minute, als der Herzmuskel selber hat, als der Ruhepuls ist. Weil beim Puls misst man ja in der Regel die Frequenz, also die Häufigkeit des Herzmuskels. Man spricht ja interessanterweise von Puls und eben nicht von Herzschlagfrequenz. Gut, machen wir weiter. Zum Auslösen einer Trance, die weder durch eine Droge induziert noch traumatisch erzeugt ist, werden mehrfach und schleifenartig bestimmte Reizmuster wiederholt. Eine Trance wird mit einer höheren Anzahl von Wiederholungen tiefer. Die meisten Reize stützen sich auf repetitive, also wiederholende, sprachliche und rhythmische Sinnesreize und Bewegungen wie Trommelmusik, habe ich eben gesagt, wie Shamanic Dream von Anugama oder The Rhythm of the Heat von Peter Gabriel, das ja genau auf so ein Erlebnis von C.G. Jung in Afrika, glaube ich, hinausläuft, wo C.G. Jung dann plötzlich sagte, irgendetwas hat von mir Besitz ergriffen und ich wollte nur noch weg, ich wollte nur noch weg. Tanzen, Gesänge, Lichtblitze und Mantren, ne? Mantras, Mehrzahl davon ist Mantren, also immer repetitive, wiederholende Sachen wie Om und so weiter und so fort sagen, sowie sich wiederholende sprachliche Beeinflussung. Das mit Hom wollte ich gerade sagen. Ach, es tut mir so leid. Wenn die Inder da, diese Buddhisten oder was, oder Hinduisten da alle sich in Trance versetzen, wenn sie sozusagen meditieren, Hom, Hom, das ist genau das, ja. Und die Leute machen das sogar noch freiwillig und meinen, sie fühlen sich dadurch besser. Ja, jetzt liest mal genau das, was in der nächsten ersten Zeile kommt. Ja? Typisch ist diese Kombination von Musik mit Lichteffektanlagen auf Konzerten und in Diskotheken. Das Diese heißt, der Lasershows, die man teilweise eben dann genau, hat, ne? Ja. richtig. So, das heißt, du wirst also maximal stimuliert, gehörmäßig und audiovisuell. Und da können wir jetzt in die Modelle reingehen und so weiter. Es gibt diese Trance, es gibt diese Bewusstheitszustände, gar keine Frage. Verlassen des eigenen Körpers und so weiter und so fort. Und die Musik tut ihren Teil dabei. Und wenn wir dann noch überlegen, wenn dann noch Drogen dazukommen, wir erinnern uns mal an die Love Parade, wir erinnern uns mal an Diskothek, was wird da ausgeschenkt? Da wird doch zumindest Bier ausgeschenkt, oder? Und auf Techno-Feten, ich weiß ja, ich hatte ja mal den Scooter als Act da abends, der ist auch so ein Nummer 1 Hit-Lieferant gewesen in Deutschland mit Techno-Musik. Der hat also zwei Flaschen Korn getrunken, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Also die Leute haben noch zusätzlich auch noch mit Drogen zu tun. Also laute Musik, Trance und dann noch Drogen. Dann kommst du halt einfach in diesen Zustand, die Leute sagen, boah, ich habe ein super geiles Wochenende gehabt, Entschuldigung für den Ausdruck jetzt, ja. Ich habe die ganze Nacht abgezappelt in der Diskothek. So, das sind ganz normale Riten, sind das. Das ist kein normales Tanzen mehr. Diese extrem laute Musik, diese repetitiven Wiederholungen, die da in der Musik drin sind, plus die Lichtanlage, plus Drogen, versetzt sich dann eben in einen komplett anderen Glücks- oder Bewusstseinszustand. Ja? Und da ist auch letzten Endes dann mit Hypnose teilweise zu vergleichen. Die Leute wissen dann gar nicht mehr, und wo sie sind. Und ich hatte in meinem Leben ja ganz viel mit solchen Dingen zu tun im Nachtleben. Und ich habe da also wirklich Mädels gehabt, da haben wir uns dann drüber kaputt gelacht damals, weil wir das nicht besser wussten, als ich so Mitte 20 war zum Beispiel, wo wir gesagt haben, guck mal hier, die eine, die tanzt ja schon seit 5 Minuten immer, rechter Fuß nach rechts, rechter Fuß in der Mitte, linke Fuß nach links, linke Fuß in der Mitte. Egal welches Lied ist, auch wenn da kein Takt mehr ist, die war völlig weggetreten. Da habe ich mir mit 25 keine Gedanken zu gemacht, aber da verstehe ich das mit dem Hintergrund heutzutage. Da verstehe ich das. Wenn die Musikrichtung genau nach Trance benannt ist, dann verstehe ich das, welchen Sinn und welchen Zweck die Musik hat. Und ich meine, der Hintergrund mit Pulsschlag und mit Frequenz und der Anregung der Flüssigkeiten im Körper, des Wassers, haben wir ja schon in den ersten Folgen beleuchtet. Und da seht ihr mal hier, wenn man sich da mal das anguckt, wie sowas dann eben dann Blüten treibt.
Er kennt das doch aus jedem Western, wo dann die Indianer, sage ich jetzt mal, die ja gar nicht in Indianer sind, sondern eigentlich die, ne, nicht in Indien, wir sind ja nicht in Indien da, ja, die dann eben dann die Trommel hauen. Und wo der Medizinmann dann auch sich in einen entsprechenden Zustand versetzt, indem man dann irgendetwas raucht zum Beispiel. Jetzt überlegt mal, Diskothek, laute Musik, Alkohol, Nikotin plus Lichtanlage. Dann haben wir genau diesen Zustand, aber sagen, boah, ich war völlig weggetreten. Gut, machen wir weiter. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich will mal scrollen hier. Gucken, wer schneller scrollen kann von uns. Genau, musikalische Wurzeln. Ja? Jetzt wird es nämlich echt. Jetzt wird es interessant. Oh, wei, wei, wei. Ja? Grundrhythmus 4/4-Takt, das nennt man auch four on the floor, also bei jedem Bang, 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 damit man drauf tanzen kann, ja, damit man immer im selben Rhythmus bleibt, wird immer Bassdrum betont, ne, immer Bass. Ne, und Hi-Hats ist eben dieses Z-Z-Z, also wie eine Schlange dann zischelt und so weiter, das ist halt diese Becken und so weiter und so fort. Also man ist also wirklich da in einem permanenten Staccato, in einem Angriff von Musik ausgesetzt, kann man nicht anders sagen. Es gibt auch noch Acid-Techno, das hat dann eben mit Drogen zu tun. Acid heißt Säure, ne, so wie LSD oder bestimmte liquide Dinge da auch, ne? Gut. Im Gegensatz zu Acid House und Techno ist Trance viel melodischer und besticht durch vielfältige Effekte, Klänge aus den verschiedensten Musikrichtungen und durch Sphären. Aber, es basiert natürlich auf elektronischer Musik. Und wer war der Vorreiter, speziell in Deutschland, ne? Kommt auf der nächsten Seite. Ja, bevor wir zur nächsten Seite gehen, was mir hier auffällt, ist hier, ja, oben auf der ersten Reihe Synthie-Pop, High Energy. Mhm. Da gab es auch dieses Lied von der Laura, ich weiß Evelyn nicht, Thomas. Evelyn Thomas, High Energy, Anfang der 80er Jahre. Mhm. Na, das ist auch so ein Lied, wenn du das da mitsingst, das versetzt dich auch in so eine Trance. Ne? Ja, auch weil High Energy die Musikrichtung ja speziell auch auf sehr schnelle Beats per Minute ausgelegt ist. Ne? Also mit ein ganz, ganz schneller Rhythmus ist auch. Ne? Ja. Und deswegen, also das animiert da zum Rumzappeln. Ne? Also staccatoartig steht jetzt hier Wikipedia drin, staccatoartig, High Energy. Und das ist letzten Endes dann auch wirklich so, dass man dann wirklich sagt, das ist eine sehr schnelle Musik. Ne? Also meistens so um die 130 Schläge pro Minute. Also viel, viel schneller als selbst ein, also da bist du dann schon, bist du schon im Sportmodus, ne? Auf dem Laufband, ne? Bei 130 Schlägen pro Minute. Ne? Ganz locker. Da bist du also wirklich schon im richtigen, nice Sport angelangt. Ne? Ja, und die musikalischen Wurzeln, die kommen von Kraftwerk zum Beispiel. Oder von Giorgio Moroder. Er ist übrigens aus München gekommen. Ne? Aber Kraftwerk ist eigentlich diejenige, die auch Transhumanismus und elektronische Musik klang- und salonfähig gemacht haben. Ab den 70ern. Und die Jungs kommen aus Düsseldorf, also bei mir hier um die Ecke. Kennen sogar die Straße da. Ne? Und was machen die? Ja, Rot-Schwarz. Mensch-Maschine. Da muss man doch nichts mehr zu sagen, oder? Das ist ja ganz klar, was die machen. Die machen Maschinenmusik. Mensch-Maschine. Mensch-Maschine ist übrigens auch, auf diesem Album ist übrigens auch ein Track drauf, ein Lied drauf, das heißt Metropolis, auch nicht durch Zufall. Ja, das heißt, Mensch-Maschine, dieses Album von 78, hat sogar noch eine Reminiszenz, oder 77, weiß ich gar nicht, hat sogar noch eine Reminiszenz an Metropolis, hat sogar noch eine Reminiszenz an den Maschinenmenschen Maria in dieser Metropolis-Geschichte, die eigentlich eine katholische Falschinterpretation im als Science-Fiction-Film irgendwie so kommt und so tut, als wenn er ein Film wäre, irgendwie so. Hm? Habe ich ja lange genug behandelt auf meinem Kanal. Okay, dann sehen wir, es ist alles dieselbe Agenda. Die sind massiv bekannt, also Kraftwerk ist so bekannt, im In- und Ausland ist also wirklich weltbekannt. Wer Kraftwerk nicht kennt, also kein Techno-Konzert heutzutage wäre ohne die Band aus Düsseldorf denkbar. Und die haben sogar damals ihre Instrumente selber gebaut. Guck mal hier, siehst du hier den Teufelsgruß hier? Ja, ja. Ich habe das Bild extra aus dieser Perspektive dann auch genommen. Nur ist dieses Skript jetzt inzwischen ein Dreivierteljahr alt. Ich denke da nicht mehr dran. Gut gefunden. Also ist ja nicht nur einer, ne? Es sind mehrere. Ja, ja. Hier neben auch noch. Da genau. Auch noch, ja. Richtig, richtig. Ne, mit Kraftwerk, mein Taxikollege, der immer den Dispatch hat, also der die Telefonanrufe annimmt, die Aufträge annimmt und so, der Jürgen, mit dem ich am Wochenende arbeite, der ist ein ganz großer Kraftwerk-Fan. Ja, sollte man mal eine extra Sendung für ihn machen. Ja, im Prinzip ist es letzten Endes ganz klar, was die machen, warum die so erfolgreich sind. Die sind natürlich genau auf der Welle, dass die Elektronik und die Technologie immer weiter Einzug hält. Also First von Kraftwerk findest du jetzt ab 1900,
74, glaube ich, kein einziges natürliches Instrument mehr bei deren Repertoire. Das ist alles elektronisch verfremdet, sogar mit Vokodern, also mit Roboterstimmen und so weiter dabei. Mensch-Maschine wird also auch durch einen Roboter, durch eine Sequenz dann halt auch da erzeugt. Also das ist alles nur noch programmierte Einsen und Nullen. Das hat nichts mehr mit normaler Tonfolge oder so zu tun. Das ist Perfektion, tote Perfektion auf allerhöchstem Niveau. Aber es ist tot, es ist Maschinenmusik und natürlich wird die von Menschen programmiert, aber es propagiert die Herrschaft der Maschine oder des Todes über den Menschen. Ne? Oder der Materie Mensch, über den Geist. Ja, du musst dir mal vorstellen, die sind damals, als sie die Roboter rausgebracht haben, 1977 müsste das gewesen sein, was genau von dieser LP Mensch-Maschine kommt, wo die halt diese rot-schwarzen Geschichten tragen, Jörg, da haben die beispielsweise auch für RTL mit Jochen Pütz, eine super beliebte Sendung damals in den 70ern, Radio Tele Luxemburg. Um die Mittagszeit war deren Erkennungsmusik Hauptbestandteil einer Quizfrage, wo die Leute irgendetwas gewinnen konnten. Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich weiß noch genau, das hieß der Musiktresor. Und dann war die Musik, die Eingangssequenz von Kraftwerk, die Roboter, wurde genau da gespielt. Und ich habe immer vor dem Radiogerät meiner Mutter in der Küche gehockt, im Alter von ein paar Jahren, und hat immer gesagt, boah, das ist ganz komische Musik. Und jetzt weiß ich genau, jetzt kommt gleich die Frage. Und das war Kraftwerk mit die Roboter. Und die haben sogar Folgendes gemacht. Die haben auf einem Konzert, haben die da, um die Leute da zu verwirren und so weiter, die haben sich selber als Roboter nachgebaut und die Roboter auf die Bühne gestellt und die Musik quasi machen lassen. Also die Musik abgefahren und die Roboter haben dazu Bewegungen gemacht. Das ist das Finale, dass der Mensch überhaupt nicht mehr gebraucht wird, um halt eben diese Musik oder dieses Konzert da zu machen. Und die Macht der Materie über den Geist, was eben das Umgekehrte ist von dem, wie es biblisch ist. Ja. Und deswegen als Kraftwerk, deswegen so eben so bekannt und berühmt und so weiter, weil sie da den Siegeszug der Maschine über ein normales, natürliches Instrument bezeugen sozusagen und salonfähig gemacht haben. Und das, was Kraftwerk damals für ein elitäres Publikum in den 70ern gemacht hat, so mit Tanzmusik und Ralf und Florian und wie sie alle hießen, Ananas-Symphonie oder sowas, ich kriege das alles nicht mehr zusammen, ich habe vieles von Kraftwerk, aber und wo dann die großen Erfolge kamen mit Autobahn, mit Trans-Europa-Express, mit In the Hall of Mirrors, mit Die Roboter, mit dann Radioaktivität, dann Computerwelt und wie sie alle heißen, da wurde das salonfähig dann plötzlich. Da haben wir das alle gekauft als Jugendliche und gesagt, boah, das ist geil abgemischt. Das war vor allen Dingen, war der super abgemischt. Ich habe damals gesagt, wenn ich einen Wunsch frei habe auf der Welt, als ich 15 war, will ich unbedingt einmal nach Düsseldorf ins Klingklangstudio zu Kraftwerk. Das waren für mich die Götter damals. Ja, Jürgen wollte dieses Jahr Kraftwerk ins Konzert gehen, aber das ist wegen Corona abgesagt. Mhm. Jetzt hofft er nächstes Jahr gehen zu können. Ich werde mal sehen, ich werde ihm vielleicht eine Vorabkopie von diesem Video hier schicken, dann kann er sich das mal anschauen. Ja, wir gehen ja jetzt nicht unendlich tief in die Materie von Kraftwerk rein. Ja, man muss sich vorstellen, das sind halt Studenten gewesen, die sich halt zusammengefunden haben und die in einem Hinterhöfchen in Düsseldorf, wenn man so will, da halt einfach Musik gemacht haben und du siehst es auf der Platte ja nicht, wie aufwendig das ist, was sie da gemacht haben. Die haben also wirklich ihre Zeit dafür geopfert, um elektronische Musik machen zu können und die Leute haben erstmal völlig begriffsstutzig da gestanden, irgendwo im Beatclub, glaube ich, waren die mal, Anfang der 70er, und haben das erstmal gar nicht verstanden, wie man diese Töne überhaupt produzieren konnte. Das war was völlig Neues. Und das, was die damals für eine elitäre Studentenschaft als Kundschaft quasi gemacht haben, ist dann der Wegbereiter gewesen, dass diese Art von Musik später als Techno, als Acid-Techno, als Trance und wie sie alle heißen, dann später salonfähig, Mainstream-mäßig fähig gemacht worden ist. Ohne Kraftwerk wäre das nicht denkbar gewesen, weil es eigentlich auch beispielsweise diese ganzen Instrumente nicht gab. Da war Kraftwerk früher dran als Jean-Michel Jarre, der natürlich in dieselbe Kerbe haut, der aber eigentlich mehr so sphärische Musik macht und nicht so diesen brutal harten Maschinenrhythmus wie Kraftwerk. Ne? Kraftwerk, wenn man da wirklich mal richtig einen Eindruck von haben will, sollte man sich Electric Café besorgen und dann das zweite Stück Music Nonstop oder Technopop heißt das. Ne? Das geht nur noch, das ist nur, als wenn er jemand mit einem Vorschlaghammer ins Gesicht haut bei der entsprechenden Lautstärke. Das ist nur noch Maschinenmusik. Das ist völlig seelenlos, das ist völlig faszinierend, weil es natürlich perfekt ist. Das Ding ist perfekt produziert. Das ist aber halt digital 1 und 0.
Das hat nichts mehr mit einem Atmen zu tun, mit einer menschlichen Stimme zu tun, mit einer Gitarrenseite, mit einer gezupften Seite, hat es nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, mit voll auf die Nase. Und zwar voll in die Mütze rein. Darum geht es. Ja, die Leute sind dann völlig fasziniert, weil es halt einfach eine Musik ist, die unnatürlich ist, die aber total faszinierend klingt, weil sie eben unnatürlich ist, weil sie mit einem normalen Instrument, mit einem normalen musikalischen, natürlichen Instrument nicht reproduzierbar ist. Und mit einer Perfektion, die natürlich computermäßig so programmiert ist, damals wahrscheinlich nur auf dem Atari, heutzutage halt aufwendiger, so programmiert ist, die natürlich repetitiv dann auch 3 Stunden gehen könnte mit immer derselben Perfektion, was du als Musiker selbst, als weltbester Musiker, nicht kannst. Und deswegen ist es eine ganz andere Hausnummer und damit der Siegeszug des Menschen, der sich an die Maschine verkauft hat, drücken wir es mal so aus, ne? Ja, ist ja auch interessant, wenn man sich das Bühnenbild anguckt. Rot für die Sünde, schwarz für den Tod und weiß für den Geist. Ja, und du siehst, also ist dann auch noch so quasi so ein, also ich will jetzt nicht vorweggreifen über eine spätere Sendung, das mit dem Hintergrund hat auch noch eine spezielle Bedeutung. Aber worum es mir geht, ist letzten Endes, Kraftwerk bedeutet der Sieg der Maschinen über den Menschen, der Sieg des Der Materie über den Geist. Ja, über den menschlichen Geist zumindest. Ne? Der Höhepunkt der Künstlichkeit, genau, so habe ich es gemacht. Ist doch ein schöner Moment zum Enden. Ne? Ja. The End. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitfiebern, fürs Ausharren, fürs Aushalten, je nachdem, mit welcher Haltung, ihr diese Lesung da jetzt verfolgt hat, die jetzt schon die 166. war und auch nicht die letzte der Macht der Musik, denn wir kommen in der nächsten Folge endlich zu dem, worauf der Jörg die ganze Zeit schon wartet, nämlich zu bestimmten Trance-Acten, also Trance-Gruppen zum Beispiel, und da gibt es auch eine ganz bekannte, zu der kommen wir dann exzessiv oder zumindest ausführlicher. Exzessiv ist auch schon wieder so ein bisschen, hört sich nach Drogen an, soll ja nicht sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen diesmal, das war halt so der Schluss und der Großteil von Jean-Michel Jarre, wo wir festgestellt haben, der Mensch hat Verbindungen in den höchsten Kreise und der macht halt entsprechende Symboliken dabei, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, dementsprechend wissen wir, welche Früchte wir da gesehen haben und wir wissen, welche Kategorie wir wiederum jemanden einsortieren müssen, der eben weltweit erfolgreich ist, nämlich genau in diese satanische Musikagenda. Punkt aus. Auch wenn er nicht singt, auch wenn er keine Lyrics schreit, wenn er keine Texte dazu schreit. Wir sehen, was er da macht mit seiner Musik, wir sehen, wo er auftritt, wir sehen, welche Symbolik er gebraucht und er macht das letzten Endes dann halt ganz, ganz, ganz geschickt. Aber wenn man halt so einen Totenkopf-Methodik oder Symbolik da sieht, wenn man halt Pyramiden sieht, ein Auge, Pentagramme und so weiter, dann ist es halt nicht schwer, um halt auch ihn wiederum in selbe Kategorie hier einzusortieren, wie eine Gruppe wie KISS oder AC/DC. Sie machen es halt auf verschiedenste Art und Weise für ein verschiedenartiges Zielpublikum. Und das Zielpublikum von Jean-Michel Jarre ist sicherlich dann doch eher so Studenten und vielleicht auch Architekten und vielleicht auch Menschen, die halt einfach nur diese ganzen Bedudelungen von irgendwelchen Songtexten halt haben. Aber dass dieser Mensch nichts anderes macht, hoffe ich, haben wir in dieser Folge gezeigt. Und da sind wir noch reingegangen in ein paar andere Geschichten und sind jetzt hier mit Trance geendet. Und wo wir dieser Folge mit Trance enden, werden wir in der nächsten Folge mit Trance anfangen. Und dann kommen wir bald zum Schluss dieser Serie, weil wir sind jetzt schon mit dieser Trance-Geschichte immerhin in den 90er Jahren gelandet. Und da sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und von meiner Seite aus Maranatha, lest eure Bibel und tschüss, ab an den Jörg. Ja, danke mir noch, das Schlusswort eben zu geben. Ich grüße ganz herzlich Jürgen, wenn er jemals diese Gelegenheit hat, dieses hier zu sehen. Würde mich sehr freuen, wenn er sich dann mal anfängt, am Hinterkopf zu kratzen und vielleicht mal Dinge ein wenig zu hinterfragen. Der Mensch ist schlau, der wird das sicher früher oder später mal tun. Freut mich, dass wir das hier jetzt angesprochen haben, worauf wir jetzt gar nicht eingegangen sind, weil eben Jean-Michel Jarre ja hauptsächlich doch ein bisschen Instrumentalmusik ist. Also er arbeitet nicht mit Worten, wie du gesagt hast, er arbeitet nicht mit dem Text, aber er arbeitet mit der Musik. Wir sind gar nicht auf den Punkt hier eingegangen. Deswegen möchte ich das nochmal ganz kurz den Zuschauer ins Gedächtnis rufen. Vergesst nie, wie die Musik aufgrund ihrer Töne, wie hoch der Ton ist oder wie niedrig der Ton ist, wie laut oder wie leise, wie stark die Schwingung oder wie weniger stark die Schwingung ist, wie das Aufbauen davon gerade bei solchen Instrumentalmusikern wichtig ist, um
das Publikum zu beeinflussen. Und das ist ja genau das, was sie tun. Und im Grunde setzt euch jedes Lied, das ihr hört, und da mag das jetzt das neueste Lady Gaga-Lied sein oder Katy Perry oder was weiß ich, was für ein Quatsch ihr hört, jedes Lied versetzt euch in eine bestimmte Art von Trance. Und ganz sicher, wenn man das Lied in einem Moment hört, wenn man nicht anderes zu tun hat, also wenn man jetzt irgendwo einfach nur ruhig sitzt, ja, und man schaltet die Musik an, man konzentriert sich nur auf die Musik. Die Musik macht etwas mit euch. Das dürft ihr nie vergessen. Die macht etwas mit euch. Die nimmt euch die Kontrolle über euch selber. Ihr habt euch selber nicht mehr in Kontrolle. Ihr öffnet euch, ja, wie das Öffnen der Fenster, worüber wir gesprochen haben, ihr öffnet euch für einen anderen Geist, der reinkommt. Und je nachdem, wie gewollt oder wie weit ihr euch öffnet, desto mehr dringt dieser Geist in euch ein und bestimmt dann auch euer Leben. Und wenn dieser Geist euer Leben bestimmt, das ist nicht der Heilige Geist, dann bestimmt eben nicht der Heilige Geist euer Leben. Der Heilige Geist, den ihr findet, wenn ihr die Bibel lest, der Heilige Geist, der euch zu Jesus Christus bringt. Jesus Christus hat gesagt, es ist wichtig, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, kann ich euch den Tröster nicht senden und der Tröster wird euch in alle Wahrheit führen. Es ist dafür wichtig, dass ich meinen Geist, dass ich meinen Verstand öffne, um den Heiligen Geist zu empfangen, um die Wahrheit zu empfangen, um die Liebe zu empfangen, die Jesus Christus ausstrahlt. Weil er hat sein Leben gegeben für unsere Sünden. Das ist doch alles viel wichtiger, als sich von irgendwelchen Klängen unterhalten zu lassen oder sich in einen Zustand versetzen zu lassen, wo ich meinen eigenen Verstand ausschalte. Nein, ich muss eben genau das Gegenteil tun. Ich muss meinen Verstand gebrauchen und ich muss meinen Verstand schärfen an dem Wort Gottes. Und deswegen auch bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. Ich hätte noch einen Zusatz dazu. Na bitte. Dann müsstest du aber noch das Skript mal eben einmachen. Dann würde ich mich genau deinen Punkt noch mal eben dazu kleistern. Wenn du mal eben die nächste Seite machst, dann siehst du genau, was ich meine. Ja, genau. Was der Jörg gerade gesagt hat, ist besonders wichtig, denn Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und wir sind geschaffen worden als Lebewesen, die Menschen und die Tiere. Und wir haben als Lebewesen den Odem Gottes in uns, also den Atem Gottes in uns. So, und das ist eine Wellenform, die analog ist. Die also ein ganz normales Instrument und eine ganz normale Stimme jetzt darstellen würde, mit Atmen drin, mit hohen Tiefen, mit kleinen Artefakten, mit kleinen Zacken drin und so weiter. Wie wir als Mensch sind, weil wir atmen ein und wir atmen aus. Das ist analog. Wenn wir jetzt digitale Instrumente haben, wie Kraftwerk, auf der nächsten Seite sieht das so aus. Das ist digital. Da gibt es in den Pausen keine Geräusche. Da gibt es kein Einatmen, da gibt es kein Ausatmen. Das ist tote Musik. Ne, Jörg? So sieht's aus. Da fehlt der Atem Gottes. Da ist nichts Menschliches dran. Das ist mechanische Musik. Das hat nichts mit einem normalen Atem zu tun. Das ist tot. Und das ist auch genau der Punkt, weshalb es keine künstliche Intelligenz geben kann. Mhm. Weil ich eben diesen lebendigen Atem, wie es in Genesis steht, ja, Gott blies den Atem des Lebens durch die Nasenlöcher des Mannes und des Menschen und dadurch wurde der Mensch eine lebendige Seele. Nicht er bekam eine Seele, er wurde eine lebendige Seele. Das kann ich mit einer Maschine nicht machen. Eine Maschine kann diesen Geist nicht empfangen. Jetzt nicht, weil sie keine Nasenlöcher hat, nein, aber weil sie keinen Verstand hat, weil es kein Lebewesen ist, weil es aus toter Materie besteht. Und ja, natürlich kann ich sagen, wenn ich den Menschen zerlege, besteht er auch aus toter Materie, aber dann komme ich dem Geheimnis des Lebens irgendwie, probiere ich dem auf die Spur zu kommen. Ja, das haben sie in Frankenstein schon versucht und sind dem nicht auf die Spur gekommen. In Frankenstein versucht man, ein Monster oder einen Toten lebendig zu machen, durch ihm Strom einzujagen. Wir wissen alle, dass Strom tötet und kein Leben gibt. Ne? Und der wird dann auch immer durch einen Blitz dargestellt. Und wie heißt es so schön in der Bibel? Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das hat schon seinen Grund, dass Jesus Christus das gesagt hat. Sie täuschen euch damit, wenn sie euch dieses hier zeigen und euch sagen wollen, das ist dasselbe wie das.
dann machen sie euch ein X für ein U vor, wie man so schön im Deutschen sagt. Ja? Sie verkaufen euch das. Und wenn ihr das glaubt, ja, dann glaubt ihr die Lüge und nicht die Wahrheit. Und das bringt uns dann wieder zurück zu diesem wundervollen Buch. Und damit jetzt das endgültige Schlusswort. Lest dieses Buch. Lest eure Bibel. Maranatha.